Jo, hallo Leute, willkommen bei Silberfeld Games and More. Ich bin der Flo und wir spielen FIFA 17, die UEFA Champions League Viertelfinal, Begegnung der Saison 2016-2017. Wir sind im Rückspiel AS Monaco gegen Borussia Dortmund und ja, wir legen los. Und Dortmund hat 3 zu 2 zu Hause gewonnen. Unglückliche Elfmeter bekommen gegen sich, ja. Und mal sehen, wie das Rückspiel in Frankreich dann ausgeht. Ich habe mal meine Lieblingsaufstellung jetzt genommen, quasi nicht so wie Dortmund sonst spielt, habe aber Götze trotzdem draußen gelassen, weil er wird definitiv nicht spielen. Und ja, dann legen wir los, Leute. So, jetzt geht's also ins Rückspiel für diese beiden. Jetzt geht's. Und wir dürfen gespannt sein, wer hier am Ende die Oberhand behält. Und heute erwartet uns die Partie AS Monaco gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist im Moment wohl die einzige Mannschaft in Deutschland, die einigermaßen mit dem FC Bayern mithalten kann, oder sehe ich es falsch? Natürlich siehst du das richtig, Wolf. Klasse Mannschaft hat der BVB. Und erstaunlicher, dass sie immer wieder wichtige Abgänge haben kompensieren können. Tja, gut zu machen, ne? Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. Pierre-Emerick Aubameyang und Falcao. Hier also die Aufstellung von Monaco. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal. Und so tritt der BVB heute also an. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Ja, wir spielen 4-3-3-System mit zwei Defensiven und Kagawa zentral hinter Aubameyang und Reus und Götze auf den Außen und mit einer klassischen Viererkette. Ja, legen wir los. Auf Der geht's, Schiedsrichter Rückspiel. pfeift dieses Spiel an. Er spielt den Pass zurück. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt könnte er flanken. Gute Flanke, aber sie können Das war trotzdem wieder ein klären. Klärversuch, ne? Ey, richtig, richtig Und stark. Kagawa. Jetzt Aubameyang. Weigel. Sauber vom Ball getrennt hier. Mondi. Jetzt haben sie den Ball verloren. Weigel. Gut Oh, was ist gemacht, denn los gutes da? Tackling. Ich habe immer das Gefühl, am Anfang sind die Spieler alle noch nicht so Germont. wach, ne? Das Ja, könnte eine nur so eine Gelegenheit werden. Stoppfehler und dann Ein macht der gelungener auch nicht das, Pass. was ich Und mache, jetzt die ne? Chance. Ja, genau, ey. Germont. Der Pass. Mein Gott. Stark gemacht. Ganz wichtiger Treffer für Kriege ich sie nach absolut der keinen Zugriff auf den Ball, ne? Auswärtstorregel. Ich komme nicht Liegt mal in sie die vorne. Nähe. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Und Ah, damit haben Dortmund wir liegt den 1-0 ersten zurück. Treffer. Jetzt könnte das Das heißt, es Spiel ist richtig 3-3 Fahrt und im Moment sind aufnehmen. wir ausgeschieden. Wir müssen definitiv das Auswärtstor schießen. Dembélé. Usman Weigel. Dembélé. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schmelzer, du könntest ja mal ein Stück vorrennen, ne? Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jetzt João Moutinho. Marc Bartra. Piszczek. Dembélé jetzt über außen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Usman Dembélé, keiner läuft in der Mitte mit, ne? Das ist ja. Aubameyang schießt. Aubameyang kriegt Und den da noch ist er echt. drin, ein tolles Tor. Das hätte ich jetzt nicht kommen Jetzt sehen. liegt sie alle Ausgleich, vorne. Aber das 1-1. werden heiße letzte Wie ist er Minuten. da Ein noch Gegentor rangekommen, und ey? das war's.
Ich dachte echt, den hat Sabisic schon. Jetzt die Wiederholung vom Tor des BVB. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Ne? Naja. Egal wie, Ausgleich, Aubameyang macht's. 1-1, wieder unentschieden. Sehr schön. Der Spielverlauf ist völlig offen. Lehmer. Falcao. Das könnte die Chance werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Marco Reus setzt sich da durch. Jetzt vielleicht. Reus auf Aubameyang. Und dann so ein Schüsschen. Jetzt ist die Gefahr. Oh, wie mir das immer passiert, ey. Manchmal. Also wirklich, verstehst du es nicht, ne? Und der Ball wird weitergeleitet. Das war ganz klasse von Dembele. Gut, den Ball hier im Mittelfeld erobert. Richtig stark. Ach komm, ey. Ich dachte, ich hatte einen. Ja. Er muss Einwurf geben. Also, ich bitte dich, ey. CDB. Fabinho. Wird's jetzt gefährlich? Germain. Oh, super Einsatz super vom Torhüter. Derby. Das wird einen Eckball geben. Ja, schön geklärt, keiner steht da. Gibt Einwurf. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Sie sind so weit weg vom Mitspieler, ey. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Rafael Guerrero habe ich reingenommen übrigens für Schmelzer, falls ihr das nicht gesehen habt. Wird das eine Torchance? Einfach mal gedacht, ja, kann man ja mal machen. Wobei Schmelzer stark spielt die letzten Wochen, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Er köpft ihn. Ja, keine Chance, keine Chance. Ey. Das könnte das entscheidende Tor gewesen sein. Im Moment haben sie es. 2-1 für Monaco. Damit Dortmund wieder raus. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlaggeber, keine Frage. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt, kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Meine Fresse, wo kommt der Ball her? Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ja, wieso macht denn der das? Jetzt ist der Ball dort auf der hat gut meine aufgepasst und verteidigt. Kommandos einfach nicht. Nur Moutinho. Storkelt da rum mit dem Ball. Mondi. Oder typisch FIFA, ey. Ist total unlogisch, was die Spieler manchmal machen. Das könnte gefährlich werden. Ja, jetzt klingelt's wieder. Und jetzt die Chance. Falcao! Oh, schießt vorbei, da ey. Ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das könnte gefährlich werden. Oh, sie können sich befreien. Geklärt, tolle Aktion. Ja, und dann sowas, ey. Statt da Aubameyang anzuspielen. 3 Treffer. Ja, Halbzeit 2-1 für Monaco. Dortmund ist im Moment raus. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Ausgleich erzielen. Wechseln werden wir noch nicht. Wir lassen die Aufstellung auch so. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Okay, Bakayoko kommt. Fabinho geht raus. Ball rollt wieder. Dortmund mit dem Anstoß zur zweiten Hälfte. Piszczek. Dembele. Jetzt Aubameyang. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Aubameyang. Und jetzt die Chance. Aubameyang. Und dann wieder so ein Kein Schüsschen, weiteres ey. Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein. Ich hätte ich ihn einmal angenommen und noch den Schritt Torwart gemacht, dann wäre wieder ein Gegenspieler da gewesen. Hätte ihn weggenommen, den Ball. Aubameyang. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch Papa. Von allen Spielern. Große Klasse. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Aubameyang! Ah, oh, dann hält er den! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Entschuldigung, das war bestimmt zu laut, Leute. Sie bekommen hier den Eckball. Mein Gott, nee. Aubameyang frei vor Sabisic. Souverän gemacht, war gar nicht so einfach. Nein. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Da holt er den Ball zurück. Da wollte ich nicht hinspielen, ey. Moutinho jetzt am Ball.
Genau, gibt Gelb, jawohl. Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Taktisches Foul. Das war zu viel Einsatz. Es gibt die Verwarnung für Piszczek. Und nun Castro. Dembélé. Aubameyang-Schild läuft. Sehr schön. Auswechslung bei der keiner läuft mit, keiner läuft mit. Ach, Mann. Weigel. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Julian Weigel mit halbe dem Stunde Spielpass, noch, dann ist das Spiel vorbei. Lassen den Ball laufen, aber schnell. Jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug Gott. Zum Tor. Ja, ich komme da wieder nicht ran, ey. Es ist, ja. Gut verteidigt. Glück die Hereingabe abgeblockt. Wird's jetzt gefährlich? CDB. Jetzt die Flanke. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Dembélé jetzt wieder. Jetzt der Konter. Aubameyang läuft. Sehr schön. Pierre-Emerick Aubameyang. Er ist frei. Da kann was draus werden. Aubameyang. Oh, der ist noch drin. Also das wollte er so sicher nicht. Ist scheißegal, Alter. 2:2. Wo? Eigentor von Savicic. Oh, dann haut er den sich selber rein im Pfeil. Oh, sehr schön. Gucken wir an. Bam, Alter. Okay. Ah, egal. 2:2. Damit Dortmund wieder vorne. Und jetzt bloß kein Gegentor kriegen. Dann geht dann auch Verlängerung. Am besten noch eins machen und den Deckel drauf und Ruhe. Eigentor von Savicic. Da komme ich doch nicht ran, ey. Du machst so ein da kommt der Pass auf Hin- und Hergespiele da. Ja, sie wollen offensiv ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn ich das richtig sehe. Und sie versuchen es mit langen Bällen jetzt. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett umgesetzt. Okay. Ich weiß schon, es danke. Gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Wir lassen noch mit Gelb. Jawohl, sehr schön. Gonzalo Castro. Gonzalo Castro sieht Gelb. Das ist nicht schön. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Marco Reus jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Mit dem Konter. Marco Reus. Und Guerrero. Nein, Pfosten auch. Reus ist da. 2:3. Meine Güte. Jetzt habe ich schon gedacht, wieder, ey. Ich bin zu dämlich, das Tor zu schießen, ey. Marco Reus mit dem 3:2 für Borussia Dortmund. Oh, sehr stark, er Leute. Er geht hier vorne weg mit dem Treffer, kann man doch so sagen, oder Buschi? Oh, Guerrero, ey. Dir, Wolf. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän der Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung. Puh, sehr schön. So, jetzt insgesamt steht es dann 5:3, glaube ich. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Nee, 6:4, ne? Wir werden mal Castro rausnehmen. Nicht, dass der sich hier noch einen Platzverweis einfängt. Ja, nehmen wir Merino rein. Und dann können wir noch. Nehmen wir mal hier ein bisschen hinten. Piszczek auch raus, der verspielt Dorm weiter. Und okay. Verlängerung wird es schon mal nicht geben. Hey, das ist ein enges Spiel. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. 3 Auswärtstore. Das ist schon mal sehr, sehr gut. 6:4. Klasse Technik. Oh, und jetzt vielleicht nochmal ein Konter. Mit dem Aubameyang läuft. Pierre-Emerick Aubameyang allein vom Tor. Oh, wieder zu lange gewartet, ey. Ist doch klar. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Hat er noch nicht gewechselt? Bakayoko. Lema. Oh, Leute. Fairer Einsatz ja, hier. Sehr schön. Shinji Kagawa jetzt. Was abseits? Nein. Jetzt ist er auf und davon macht er das Shinji Tor. Kagawa. Und das ist es. Jetzt haben sie das war's. Deckel drauf. Dortmund haut Monaco raus. Ich lege mich fest, ey. Wenn das auch so kommt in Wirklichkeit, dass wir da 2:4 gewinnen, ey. Das wäre richtig geil, Mann. Puh. Das hat er stark Shinji, mit dem ich dachte schon, das wird abseits, weil Aubameyang da stand, aber Kagawa nimmt den Ball mit und schlänzt ihn ins Eck. Okay, dieses sehr Tor schön. Gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Kagawa, Shinji.
Herrlich. So, jetzt kann er wechseln. Das hat ja fast 10 Minuten gedauert. Ja. Piszczek und CR27 gehen runter. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Mondi. Die Defensive steht. Guerrero. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Jetzt wird's gefährlich. Ich muss hier den Ball ab, ey. So ein Penner. Nein! Du lässt sich da Bartra voll vernaschen, ey. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Okay, das war's, Leute. Das Dortmund war's. Steht im Halbfinale. Das wäre richtig geil. Ich würde mich mega freuen. Der entscheidende Treffer heute leider. Wir besiegen den AS Monaco mit 7 zu 3, glaube ich. Ne, 7 zu 4, ne? Willst du ja nie, aber durch ein Eigentor. Das ist ganz bitter. Naja, das war jetzt ja nicht entscheidend. Ein gutes ne? Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Sehr schön. Ja, dann freue ich mich auf die nächsten Partien, Leute. Ich sage danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Euroleague sehen wollt. Und dann sage ich danke fürs Zusehen. Ciao, euer Flo.